Hi, heute wollen wir mal ein bisschen deine Schießkünste trainieren, also von daher Brille aufsetzen und ab an den Schießstand. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Wir sind immer noch bei unserer Rommelwood Akademie und heute geht's an unsere Trainingsgelände, Übungsgelände, Sportanlagen, wie ich es auch nennen möchte. Jedenfalls zwei Dinger stehen hier und auch nur zwei Dinger sah man in der Folge an sich. Ja, wir haben zum einen hier einmal unseren Schießstand. Ich habe das Ganze hier auf Englisch noch wie in der Folge mir einmal hier ein bisschen hingeschrieben. Von daher, ich spreche es gleich auf Deutsch aus, denn ich möchte nicht gleich wieder einen in den Kommentaren sehen. Ey, das spricht man nicht so aus. Ja, von daher geht's auf Deutsch. Aber ihr könnt das euch natürlich auch gerne auf Englisch hier einfach mal platzieren. Ja, jetzt fragt sich deine, warum klappt das nicht als Baututorial? Wenn ich so mir die Folge so angesehen habe und sage ich mal jetzt hier im Minecraft-Vergleich, kann man natürlich das Größenverhältnis, wie groß man sich jetzt so einen Schießstand sich basteln möchte oder auch hier, sage ich mal, dieses Drahtseil, was ja sie über so ein paar Dörnchen da ein bisschen gespannt haben, in der Höhe, wie Länge und alles sich natürlich basteln möchte, abweichen kann. Ja, bei mir habe ich das natürlich so angepasst, wie ich mir auch mein Gelände natürlich wieder gezogen habe. Mein Schießstand hat eine Länge von etwa 30 Blöcke und Breite. Ja, da muss man immer gucken. Ich kann euch einfach nur so einen Tipp mitgeben. Achtet drauf, wenn ihr euch gleich diesen Schießstand macht, dass ihr eine Mitte habt. Ich habe mir meine Bahn so auf eine Breite von 3 gemacht und dazwischen halt immer hier so ein extra Streifen. Von daher, ich hatte zum Anfang eine Zweiermitte gehabt und musste dann alles nochmal neu bauen, aber naja. Jedenfalls, wenn ihr euch sowas bastelt, achtet drauf, dass ihr gleich euch eine richtige Mitte euch setzt. Ja. Bei Dummies mäßig und sowas, kann man sich was ganz Simples halt bauen. Einfach mit so einem Baumstamm mit den Jahresringen. Ich finde das immer eine beste Zielscheibe, die es überhaupt gibt. Ich weiß, in zukünftigen Updates kommt auch noch so eine richtige Zielscheibe rein. Dann kann man natürlich gleich sowas bauen. Aber solange wir das nicht haben, müssen wir halt immer das nehmen, was wir zurzeit halt im Inventar besitzen. Ja, jedenfalls kann man sich hier einige dieser Dummies natürlich hin platzieren, wie viele und welche Maße die haben, das kann man ja sich ausdenken. Ja, in der Folge war das Ganze ein bisschen so, sag ich mal, in die Erde gebuddelt. Wir sind hier auf einer Flachlandwelt und ich denke mir so, Flachlandwelt, ja gut, da können wir ja alles oben drauf buddeln. Trotz alledem habe ich mir ja hier so einen kleinen Wall an die Seite gezäunt, weil ich weiß, irgendein Kadett, der kann bestimmt nicht zielen. Ich möchte jetzt hier keinen ansprechen, aber der kann ja nicht zielen und von daher müssen wir ja irgendwie so einen Wall an die Seite uns platzieren, damit der, wenn er mal daneben schießt, keinen trifft, ne? Na gut, hier könnt ihr bei mir auch keinen treffen, der ist ein bisschen noch ein Wald, ne? Zum Lärmschutz, ne? So ein kleiner Wald halt. Und dahinter noch unsere Mauer, ne? Also hier könnte eigentlich auch nichts passieren. Trotz alledem, Sicherheit geht immer vor, von daher Schutzwall. So, aber ich möchte dich heute natürlich hier einmal testen, mal gucken, wie genau du halt treffen kannst. Und da haben wir auch so ein kleines Häuschen, wo man seine Waffe kriegt. Ne? Hier ist Waffenverleih. Ja, gehen wir mal einfach hinter. Ich darf das. So, gehen wir mal hier ran. Also, mit was möchtest du denn schießen? Armbrust oder Bogen? Bestimmt Armbrust, ne? Bist ein Armbrusttyp. So, Pfeile nehmen wir uns natürlich auch mit. Blub, 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 blub. Ja, nehmen wir mal ein Magazin mit. Sagen wir mal, du hast 6 Schuss. Dann gehen wir natürlich hier einmal an den Schießstand. Ich überreiche dir jetzt gleich mal deine Waffe. So, warte mal. Hier. Und natürlich hier deine Munition. Sei sparsam damit. So. Und ich möchte jetzt bitte, dass du jetzt einfach mal versuchst, die Ziele zu treffen. Ausgezeichnet. Oh, das letzte hast du verfehlt. Aber mach dir nichts draus. Noch ein paar Wochen hier bei der Akademie und dann triffst du wie jeder andere hier immer das Ziel. So, gib mir mal deine Waffen wieder. Na, wunderbar. Denn wir müssen das natürlich hier wieder abgeben, denn ihr wisst, Sicherheit ist wichtig. Und daher geben wir es ab. Kann ich es eigentlich auch von hier abgeben? Ja, wunderbar. So, Waffen sind wieder verstaut und sicher. Ich würde mal sagen, den Schießstand hast du absolviert. Na, noch nicht so ganz mit Bravour, aber ich glaube, in den nächsten Wochen bist du dann auch ein Meister drin. So, jetzt geht's an deiner Abschlussprüfung dann natürlich noch. Und zwar musst du das Drahtseil überwinden über unseren Dornen. Ja gut, Dornen haben wir nicht so ganz in Minecraft. Was kann man da nehmen, wenn man sich, sag ich mal, sowas ein bisschen basteln möchte? So, wo war ich denn gerade? Bei mir hat gerade einer angerufen. Ja, gut, wir waren ja hier bei unserem Drahtseil. Ja, Thema, was könnte man sich als Dornen machen in Minecraft? Ja gut, wir haben ein paar Sachen offen, die wir nur nehmen können, wo man sich auch ein bisschen dran pieken kann. Natürlich der Kaktus, ganz klar. Aber wir haben ja auch was Neues, ne? Na gut, was heißt, das haben wir schon ein bisschen. Die süßen Beeren kann man sich auch nehmen. Wenn man im Leben ist, tun die doch ganz schön weh, wenn man da durchgeht. Auch hier im Fliegemodus, im Creative, ist das ganz schön mühselig, hier durchzukommen. So wie damals mit den Spinnennetzen. Ja, natürlich, ich habe hier auch ein paar Büsche hingemacht. Ja, so ein bisschen als Deko muss das ja auch sein. Kann man sich nicht dran verletzen, aber ich glaube, aus der Höhe, wenn man da runterfällt, dann ist das eigentlich egal, auf was man da landet.
Die Türmchen sind natürlich einfach gemacht. Ne? Mit Mauer zieht man sich das Ganze dann hoch, haut eine Leiter ran und oben macht man sich natürlich eine kleine Plattform. Ich finde, da ist einfach super, hier mit diesen roten, glatten Sandstein sich das Ganze zu platzieren, kommt man eigentlich dem Original ziemlich nah. Und mit einem Drahtseil, gut, kann man noch eine andere Mauer nehmen. Ich finde, das passt auch Mauer an Mauer. Guck mal, die schmiegen sich hier super an, als ob man hier wirklich irgendwas so dran, sag ich mal, hier so dran gebunden hat, so wie so ein Drahtseil halt. Und wenn jetzt einer nicht weiß, wie man sich hier solche Leitern an die Seite ranbacken kann, ganz einfach, ihr müsst euch einfach nur solche Barriereblöcke holen, ne? Und ich sag mal, die sind ja unsichtbarer, wenn man die nicht an der Hand hat, so. Ja, jedenfalls, da haut man dann einfach die Leitern ran und ich habe auch unten an meine Kakteen überall noch so einen Block raufgesetzt, denn die wachsen ja an sich ja auf eine Höhe von 3 und wenn du da auf dem Block, also auf unseren Kaktus nichts platzierst, dann wächst er weiter. Ja, von daher ein bisschen was draufgesetzt, damit er immer auf dieser einer Höhe bleibt, sieht natürlich dann am besten halt auch aus. Ja, und dann sind ja dann alle Kadetten auch über das Drahtseil rübergemusst, ne? Am Ende auch Lisa, die hat es dann auch geschafft, ne? Muss man schon sagen, ne? Tolles Mädchen hat sie geschafft. Da stand sie dann auch mit Bavour mit den Armen da oben wie ein Sieger. Ja, jedenfalls das sind so ein bisschen die zwei Anlagen, die es auf dem Gelände halt gab, die man in Folge sah und auch spielemäßig halt, also Spiele-App-mäßig auch gab. Ja, ich finde, das geht das Ganze, ne, und Höhe, Länge, alles Mögliche, wie man sich das macht, auch mit den Dornen, wie viele du dir unten setzt und das ist Spielerei. Da muss man einfach gucken, wie du halt dein Gelände hast. Ich habe das alles jetzt hier im kleinen Bereich gelassen, so, ne, so als Anschauungsmaterial, wie man sich halt das Ganze basteln kann, wenn man das machen möchte, ne, so in etwa. Ich habe sogar eine Szene noch aus der Folge mir rausgesucht, die fand ich eigentlich super. Und zwar musste Bart und Lisa im Matsch Liegestütze halt absolvieren. Und die ganzen anderen Mitschüler standen um sie herum. Habe ich hier so ein bisschen mal gemacht. Ich finde, das kann man super auch in Minecraft darstellen. Ich habe jetzt hier Kessel genommen für diese kleinen Wasserpfützen. Na gut, jetzt regnet es nicht, aber es ist ja noch ein bisschen was übrig geblieben. Hier ist ja noch ein bisschen, der Boden ist feucht. Dann wurden da so ein paar kleine Pfützen mit den Kesseln dargestellt und mit einem Trampelpfad. Wenn man sich den Trampelpfad natürlich, sage ich mal, in kleinere Portionen aufteilt, dann sieht das Ganze ja aus, ob das auch noch so ein bisschen matschig ist, ne? Also ob hier noch so matsch ist. Wenn man natürlich ein bisschen größer macht, dann sieht das alles etwas trockener aus, aber wenn man so kleine Felder damit macht, dann wirkt das Ganze doch besser. Ja, dann sind wir auch hier mit der Rommelwood-Akademie schon so gut wie fertig, ne? Jetzt kann man sich natürlich seine Anlagen basteln, wenn man möchte, ne? Mit Größe und so muss man natürlich gucken. Von daher mache ich euch einfach hier nur so ein Anschauungsvideo und in der nächsten Folge, die unten denn, ne, unten, also hier unter dem Video, verlinkt ist, kommt ihr denn zur Tour? Die kommt noch Ende der Woche, denke ich mal. Ich sitze jetzt schon dran, die ist schon so gut wie komplett fertig eingerichtet. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf die Kommentare ein, die unter dem Video standen, wo ich ja gefragt habe, was wir da auch reinbasteln möchten. Ich möchte mich jetzt schon im Voraus bedanken für diesen tollen Support. Also ihr habt mir super Ideen geliefert und mir wirkt auch, ja, eigentlich alles gut. Mann, ich verlaber mich immer hier. Also es wirkt auch alles, also es passt alles gut rein. So, oh ja, heute bin ich gut drauf. Ja. Also, mir gefällt schon die Schule. Ja, und dann heißt es ja auch irgendwann wieder, was bauen wir als nächstes? Ja, muss mal gucken. Ich wollte jetzt nicht wieder als nächstes Projekt irgendwas von den Sims machen, obwohl ich da schon so ein paar Punkte habe, wo ich sagen kann, okay, das könnten wir bauen, das könnten wir bauen. Aber ich möchte ja wieder was von Nicht-Simsen bauen, irgendwas anderes. Mal gucken. Ne? Muss auch nicht unbedingt was von einer anderen Serie sein. Bis jetzt habt ihr immer noch nicht gemeckert, wenn ich euch da irgendwas reingehauen habe, was ich mir auch ein bisschen selber ausgedacht habe. Ja, jedenfalls muss ich mal gucken. Aber ansonsten hier unsere Anlagen. Ne, jetzt könnt ihr euch austoben. Ja, ansonsten, ich stelle mich hier vorne den Safety hin und dann hören wir und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann haust du rein und tschüss.